Puh, sehr nice, sehr nice. Ja, ich werde mir, glaube ich, Tränke kaufen. Und ich werde den Bogen auch noch komplett aufrüsten. Weil ich hab's ja, das Geld. Gut, wie viel kostet so ein Trank? Den kann ich nicht. Stell 500 Leben wieder her. Ja. Sieben, acht, neun, zehn. Genau. Wunderbar. Jetzt haben wir Tränke. Wir haben bestes Equipment. Wir brauchen jetzt ehrlich gesagt nicht mehr viel aus den Dungeon, weil ich habe alles gecraftet. Machen wir uns daran, den Dungeon zu schaffen, würde ich mal sagen. Ziel heißt also Boss. Okay, ich krieg schon mal weniger Schaden. Das ist nicht schlecht. Schlecht ist natürlich, dass ich in die Gegner reinrenne. Aber wir wollen jetzt als erstes eigentlich nur den Weg nach draußen suchen. Ich one-shotte Gegner, das ist auch super. So, wir nehmen mal Stuff mit, aber brauchen sie nicht zwingend. Hier ist Sackgasse, gut zu wissen. Mini-Gegner, die ich nicht mal besiegen müsste. Der Ausgang wäre hier frei gewesen. Sehr gut, hier ist der richtige Weg. Gehen wir rechts erst. Rechts war falsch. Ey, ich bin extra nach oben ausgewichen, dachte ich. Das ist immer lästig. Ich kann nicht mehr raus aus deren Attacke. Schade, mit dem Schutzschild wäre ich gern gegen den Endboss angetreten, aber... Ja, war absehbar, dass es nicht so leicht werden wird. Ah, ich dachte mir schon, wenn die explodieren, machen sie mir Schaden. Der erwischt mich zu häufig. Aber ich habe ordentlich Leben mit. Ich habe fast doppelt so viel Leben wie beim letzten Mal. Das ist nice. Ich gönne mir die Heilung und dann gehen wir gleich die nächste Ebene runter. Ich kassiere auf jeden Fall. Also meine Waffe ist bisher mal sehr gut gewesen, aber hier ist sie zu langsam. Hier bräuchte ich eine andere. Ich könnte den Bogen verwenden, aber der Bogen wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Viele Gegner, die aus der Nähe was machen in diesem Dungeon. Der Bogen ist da. Oh, der hat wieder einen neuen Gegner gespawnt. Notiz, gibt es da irgendeinen neuen Hinweis? Nicht ein einziger Held hat sich in diesen Dungeon gewagt. Mir muss es nur gelingen, einen Gegenstand aus der zweiten oder dritten Ebene zu erbeuten und ich werde berühmt. Tja, nicht mehr. Ich habe es mittlerweile ganz gut überlebt. Ah, nein, jetzt schon wieder so eine. Schieß. Und stirb. Oh, du hättest ruhig zweimal treffen können. Na toll, deswegen hat er mich nochmal gehittet. Und wenn er zweimal gehittet hat. Sei erstmal beschäftigt, dann kümmere ich mich um den dort oben. Lass mal den wegmachen. Gut. Was? Der war doch fast tot. Shit. Shit, 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 shit. Das ist nicht gut. Oh, der geht nicht bis... Interessant.
Interessant und kurios zugleich. Na gut. Hier war nichts von Interesse. Hier wäre der falsche Weg. Da glaube ich rechts. Und nochmal. Jawohl. Was auch immer die deren Trigger ist von diesen komischen Säulen. Will ich Sachen mitnehmen? Natürlich will ich Sachen eigentlich mitnehmen. Ich kann da vielleicht ein bisschen was decken. Wenn ich die beiden den entfluche, da kann ich sogar dies decken, dies decken. Kann dich mitnehmen, dich beune, das nehme ich schon eher mit. Die Schleime. Noch nie habe ich mir Tränke selbst gecraftet. Wie ihr sehen konntet, Geld habe ich ja genug, ums. Ah, hier unten. Interessant. Dann würde ich mal rechts schätzen. Geh weg! Satan! Das war der falsche Weg. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Da gehen wir links. Wo ist denn hier der Ausgang? Geh weg! Ah, ah. Komm her! Stirb! Weg mit euch! So funktioniert das auch wunderbar. Uff! So viele Schleime! Und diese Kanone. Alles muss weg. Sehr schön. Okay, Boss-Ebene. Schauen wir mal, wo der Boss ist. Ja. Rechts vielleicht? Perfekt. Ist das schon der Eingang zum Boss? Okay. Gerne. Mach mal. Schaut euch mal an, der Raum ist was anderes. Interessant. Oh, was bist denn du für eine komische Kugel? Oje. Zum Glück habe ich ein paar Tränke mitgenommen. Was kann der? Damage machen. Was macht er jetzt? Aua. Okay. Das ist ein Angriff. Damit komme ich klar. Was macht er jetzt? Okay, er charged. Und schießt. Sicher, sicher. Der Technologiewächter. Was macht er jetzt? Ich sehe es nicht. Okay. Glück gehabt. Da hatte ich gerade Glück gehabt. Ich habe nicht gesehen, was er macht, aber hatte Glück. Ich sehe da immer eine Lücke und da kommt kein Elektro. Ich habe extra Tränke mitgenommen. Jetzt charge da wieder. Da geht vor ein Blitz in die Richtung. Okay. Das wieder, das ist... Okay. Ups. Den haben wir doch fast. Und weg mit dir. Unplug the energy. Genügend Heiltränke und alles wird gut. Der letzte Schlüssel.
Jetzt bin ich gespannt, was jetzt das Geheimnis hinter dem fünften Dungeon ist, der schon ewig verschlossen ist. Aber jetzt looten wir die Kiste. Scribe. Okay, jetzt können wir jede Menge Schrott loswerden. Jede Menge Schrott. Um Platz zu schaffen für die Goodies hier. Warte mal, hat der Gegner, der Boss, nichts gedroppt? Muss ich gleich noch schauen. Sieht so aus, als hätte er nichts gedroppt. Frech. Interessant, der ist da doch unsichtbar. Eine unsichtbare Wand ist hier. Der hat bestimmt was gedroppt, aber es wurde verbuggt oder so. Keine Ahnung. Nicer Dicer. So, der letzte Dungeon oder keine Ahnung, das letzte Tor, das öffnet sich jetzt oder wie? Der Riegel. Die Riegel, sie öffnet sich. Nur was ist dort hinter? Was ist dahinter? So, alter Mann, willst du mich immer noch aufhalten? Der Techwächter ist gefallen und das fünfte Tor steht offen. Der alte Pete hätte recht. Jetzt kann er in Frieden ruhen. Du hast mehr erreicht, als jeder andere es hätte tun können. Wenn ich dich jetzt bitten würde, es nicht zu tun, es einfach auf sich beruhen zu lassen und das Tor nicht zu betreten, würdest du auf mich hören? Niemand weiß, welche Gefahren hinter diesem Tor liegen, das stimmt. Das ist schon das Funkeln in deinen Augen, die Neugier. Du würdest es nie aufgeben. Wäre dein Großvater noch hier, würde er genau das von dir erwarten. Viel Glück, Will. Pass auf dich auf. Tja. Kann ja nichts mehr hier machen. Kann nur noch das Zeug verkaufen, dann mich mit Tränken eindecken und dann einfach in den letzten Dungeon aufbrechen. So, diese Bücher. Wie viel verlange ich für die Bücher? Oh, Flussenergienotizen. Die hätte der bestimmt gedroppt und ich habe sie nicht bekommen. Ich würde mal sagen 35.000. Der Preis war in Ordnung? Der Preis war in Ordnung. Sehr schön. Das Verkaufen. War der Preis in Ordnung? Der war zu hoch. Wartet. Habe ich vielleicht irgendwas Vergleichbares mittlerweile? Oh je. 20.000 ist zu hoch. Dann werde ich für die Tech-Geschichte auch. Shit. 15.000. Beliebtheit ist niedrig. 20.000. Vielleicht? 5.000. War zu niedrig. 7.500. So. Das Zeug habe ich nie verkauft. Das war, wo ist das ungefähr? 6.000 oder 5.000. Das Zeug habe ich nie verkauft. 12.000 ist gut, 10.000 ist gut, 11.000. Genau dazwischen. Das war in Ordnung, der Preis. Die Argonflaschen. 15.000 ist in Ordnung. Habe ich noch nicht verkauft? Das ist wo einzuordnen? 10.000? 10.000. 6.000. Machen wir 8.000. Quecksilber. 750, das ist zu günstig bei 1.500.
machen wir erstmal 1250. Probieren wir es. Oh, ich habe schon keinen Platz mehr. Halt, habe ich irgendwas zurückgeschickt? Darauf achte ich immer nie. Nee. Oh, ich habe ja doch so eine Notiz. Aha. Captain Obvious lässt grüßen. So. Dann. Oh, da vorne sind noch Plätze. 40.000. Das habe ich nicht verkauft. 15.000 war gut. Spannungsquelle für. Auch 15.000? Keine Ahnung. So, Leute. Okay, die Bücher sind 35.000 zu hoch. Machen wir 30.000. Gut, guter Preis. Schön, freut mich. 10.000 war in Ordnung. Okay. Das Buch? Ah, shit. Zu günstig. Waren 35.000 vielleicht doch besser. Gute Preis. 8.000 versuche ich sie. Schön. Warum verkaufe ich das Zeug eigentlich? Eigentlich brauche ich das doch gar nicht mehr. Also ich brauche ja kein Geld mehr. Die paar Tränke, die ich jetzt noch mir kaufen werde, die werde ich mir schon leisten können. So ist es ja nicht. Ich werde mich jetzt mit Tränken zuschütten. So sieht's aus. Na komm, die Tränke kann ich verkaufen. Ich glaube, 500 war sogar ein günstiger Preis, oder? 1000. Das hört sich gut an. Die Preise scheinen zu passen. Passen, die Preise passen. Danke. Wehren Sie mich bald wieder. Neuer Looters. Kriegerin sagt, immer noch zu günstig. Ey, schieb mich nicht weg. Ja, ich glaube, mit den Preisen bin ich jetzt richtig. Schaut euch da an. Hier, die Premium-Ware. Die müsst ihr euch holen. Das Wertvollste aus dem Dungeon. Hör auf, mich wegzuschieben. Komm, holt euch noch das Buch und jawohl! Die Premium-Ware, die Notiz. Die wäre jetzt eigentlich auch zu dem hin und hätte ihn aufgehalten. Zumindest versucht, wenn sie rechtzeitig ihn erwischt hätte. Die macht halt keine Rolle hin, sondern sie läuft einfach in ihn hinein. Wenn es klappt, klappt es. Wenn nicht, nicht. Ich habe jetzt nur noch ein was. Entweder es nehmt ihr oder nicht. Genau, alter Mann. Hol dir was zum Schmökern. Gutes Buch. Sind jede Menge Bilder drin. Wunderbar. Danke. Und geschlossen. Ausverkauft. Du darfst nach Hause gehen. So.